Moin ihr Lieben, heute möchte ich mit dem Format weitermachen, bei dem ich euch Buchtipps für die jeweiligen Harry Potter bzw. Hogwarts Häuser vorstelle. Also passend zu den Tugenden von Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff und Ravenclaw habe ich Bücher rausgesucht. Beim letzten Mal haben wir uns um Gryffindor gekümmert und jetzt soll es um Hufflepuff gehen. Und ja, ich würde sagen, bevor wir die ganzen Tugenden aufzählen und uns den Büchern widmen, die ich dazu rausgesucht habe, brauchen wir natürlich wieder eine wunderbare Hufflepuff-Atmosphäre und deswegen möchte ich wieder eine Umdekorierung vornehmen. So, ich glaube, jetzt haben wir eine ganz wunderbare Atmosphäre und Umgebung geschaffen, um uns so richtig schön in die Hufflepuffs hineinversetzen zu können. Ihr seht, die Farben der Hufflepuffs sind schwarz und gelb und das Wappentier ist ein Dachs. Ihr könnt sehen, ich habe auch das passende T-Shirt dazu an, denn ich bin auch eine Hufflepuff, wenn auch nur zur Hälfte, denn die andere Hälfte bin ich wohl eine Slytherin. Ich werde in vielen Tests immer wieder bei Slytherin eingeteilt, was ich auch nachvollziehen kann, aber ich würde mich da nie wohlfühlen. Also wenn ich mir das aussuchen könnte, dann wäre ich eine Hufflepuff. Denn ich finde die Tugenden, wenn ich die mit den anderen vergleiche, menschlich wirklich am wichtigsten und am schönsten. Und mit diesen Menschen würde ich mich auch am liebsten am meisten umgeben. Und ihr werdet auch gleich sehen, warum, wenn ich sie euch gleich nenne. Ich finde es sehr, sehr schade, dass Hufflepuff eher das unbeliebteste Haus ist und das mit dem schlechtesten Ruf. Dass es Langweiler sind, dass die nicht besonders plitsch sind, nicht so viel in der Birne haben. Und ja, das finde ich sehr, sehr schade, weil das finde ich auch, wie gesagt, nicht das Wichtigste. Den Hufflepuffs ist besonders wichtig. Treue, Geduld, Gerechtigkeit, Hilfsbereitschaft, Toleranz, Fleiß und allgemein die Freundschaft. Und ich finde, wenn man dieses Gesamtpaket in sich hat oder ja, auch nur zwei oder drei von diesen Dingen in sich trägt und dann, finde ich, ist man schon ein richtig guter Mensch und mit diesen Personen möchte ich mich gerne umgeben und ich möchte diese Tugenden auch selbst am liebsten besonders halt ausleben. Ja, und ich freue mich, dass durch den Film oder durch die Filme Fantastic Beasts dieses Haus viel mehr an Aufschwung gewonnen hat, denn auch unser Protagonist Newt Scamander ist ja auch ein Hufflepuff und ich finde ihn sehr sympathisch, sehr charmant und sehr schön, wie er mit Natur und Tiere umgeht. Und deswegen freue ich mich, dass Hufflepuff jetzt mehr und mehr beliebter wird. Ja, und ich habe für euch 6 Bücher ausgesucht, die zu diesen Tugenden und zu Hufflepuff besonders passen. Und ich fange jetzt auch gleich an mit einem sehr naturverliebten und naturgebundenen Buch an. Und zwar ist das Calpurnias revolutionäre Entdeckungen von Jacqueline Kelly. Bei Natur muss ich halt auch immer an die Hufflepuffs denken, weil die Hauslehrerin ist ja Professor Sprout, die Kräuterkunde unterrichtet. Und Newt Scamander ist ja auch so ein Entdecker, ein Forscher, der den Tieren und den Pflanzen, der Pflanzenwelt sehr zugetan ist. Und so ist es eben auch bei Calpurnia. Calpurnia oder auch Kelly genannt, ist ein Mädchen, das nicht so gerne ja, irgendwie den Konventionen der weiblichen Rolle entspricht. Sie möchte nicht kochen, putzen und Klavier spielen, sondern sie möchte viel lieber in der Natur draußen sein und sie möchte viel lieber Entdeckungen und Erforschungen machen. Sie hat ein Notizbuch und schreibt sich alles ganz genau auf, was sie im Garten und hinterm Haus alles entdeckt, an Tieren und an Pflanzen. Und ihr Großvater, der sonst eher sehr unheimlich und sehr grummelig anmutet, unterstützt sie dabei. Und so wird sie wirklich ja, ein Vorbild für viele Mädchen, einfach ihren Traum auszuleben. Und das ist ein sehr stilles und ein sehr ruhiges Buch. Und ja, aber ein wirklich auch sehr, sehr, wie gesagt, naturverbundenes Buch. Und finde, das passt sehr, sehr gut. Auch wenn ich so an den Gemeinschaftsraum der Hufflepuffs denke, was ja in ja eher so im Keller in der Erdgeschossgegend ist und sehr mit Erdtönen und mit Grüntönen und mit vielen Pflanzen dekoriert ist und ja, viel Holz
was ich sehr, sehr gemütlich finde. Ich musste auch so ein bisschen an die Hobbits denken und da finde ich nämlich genau das Gleiche. Wenn ihr jetzt denkt, hä, woher weiß sie, wie der Gemeinschaftsraum von Hufflepuff aussieht, da hat J.K. Rowling nicht in der Hauptreihe Harry Potter etwas zugeschrieben, sondern auf ihrer Website Pottermore, da hat sie ein extra Kapitel zugeschrieben, wie man in das Haus hineinkommt, dass man so auf Fässer trommeln muss in einem ganz bestimmten Rhythmus, nämlich zu Helga Hufflepuff, eben die Gründerin von diesem Haus. Und dann kommt man hinein. Ja, und ich finde das sehr, sehr gemütlich und schön beschrieben. Und ich finde, dieses Buch oder spiegelt das ganz genau wider. In diesem gleichen Zusammenhang ist mir auch der Geheime Garten eingefallen. Das ist ja auch ein Kinderbuchklassiker. Den habe ich jetzt hier gar nicht rausgesucht, aber ich finde, das kann man eigentlich in einen zusammen nennen. Ihr seht den hier, den habe ich jetzt hier, die wunderschöne Koppenrad-Ausgabe, damit dekoriert, weil es eben auch gelb ist. Und da geht es ja auch um ein Mädchen, was zu ihren entfernten Verwandten kommt, weil ihre Eltern umgekommen sind. Und sie wird eigentlich total vernachlässigt, sie ist total verzogen und wird aber jetzt ist ganz auf sich allein gestellt, erforscht dieses riesengroße Anwesen, das Haus, aber eben auch die Gärten. Und es gibt eben auch einen geheimen Garten, den sie entdeckt. Und durch die Natur wird sie halt, wandelt sie sich, und genauso ist es auch mit einem kranken Jungen, der in diesem Haus lebt und der auch durch die Natur wieder aufblüht. Ja, auch dieses Buch kann ich für Hufflepuff sehr empfehlen. So, jetzt kommen wir zu einem Kinderbuch, und zwar ist das Funklerwald von Stefanie Taschinski. Auch hier haben wir die Farbe Gelb drin. Und hier geht es auch wieder um Natur und Tiere, aber warum ich das jetzt explizit rausgesucht habe, ist, dass es hier sehr viel auch um Freundschaft und auch insbesondere um Toleranz von anderen Kulturen, von anderen ja, Gebräuchen geht. Und zwar ist das alles verpackt in, ja, in Tierfamilien, Tierfreundschaften. Wir haben hier einmal Lumi, das ist das Luchsmädchen. Hier haben wir sozusagen alle Figuren nochmal aufgelistet. Und wir haben sogar auch einen Dachs hier drin, Zottel. Ja, und Lumi ist unsere Protagonistin, wie auch Rus, der Waschbär. Die Waschbärfamilie von Rus zieht nämlich neu in die Waldgegend, in die Heimat von Lumi und vielen anderen Tieren. Und sie werden sehr, sehr komisch beäugt, weil sie haben so schwarze Masken auf, sie sehen gefährlich aus und niemand möchte sie dort haben. Und es herrschen sehr, sehr viele Gerüchte über diese seltsamen Tierarten und alle wollen, dass sie wieder, ja, verschwinden und rotten sich halt auch zusammen, bis Lumi irgendwann auf Rus trifft und die beiden sich so langsam anfreunden. Zuerst ist sie sehr ängstlich, weil sie eben auch diese Geschichten glaubt, die alle erzählen, aber dann merkt sie, dass er auch einfach nur ein Tier des Waldes ist und einfach gerne eine Heimat haben möchte. Und die beiden versuchen nun, dass ja, diese Gerüchteküche aufhört und erleben halt auch viele Abenteuer. Es geht auch um einen ganz bestimmten magischen Baum. Und ja, es ist abenteuerlich, es ist sehr liebevoll gestaltet, es gibt viele, viele liebevolle Charaktere, aber es geht halt eben auch um Anderssein, und um ganz insbesondere Toleranz und ja, diese Gerüchteküche und diese Vorurteile abzulegen. Und ich finde, das ist immer noch und insbesondere jetzt ein sehr, sehr wichtiges Thema, was wir uns zu Herzen nehmen sollten. Andere Kulturen und ja, Flüchtlinge könnte man da auch das Thema mit irgendwie aufnehmen. Und trotzdem ist es nicht mit erhobenem Zeigefinger. Es ist eine wunderbare Tiergeschichte, die extrem schön illustriert ist. Mal gucken, ob ich euch noch eine Illustration zeigen kann. Ja, also eine wirklich, wirklich schöne Tierfreundschaftstoleranzgeschichte. Ja, und wenn ich überlege, was ist die treueste literarische Figur, die ich so gelesen habe, dann muss ich an Samwise Gamgee aus Herr der Ringe denken. Und deswegen möchte ich euch dieses bekannte Werk auch nochmal zeigen, auch wenn ich da vielleicht nicht mehr viel zu sagen muss, aber ich finde Samwise in den Büchern wie auch in den Filmen eine sehr,
ja, treue Figur, die seinem ja, seinen Freund und Herrn Frodo halt total ergeben ist. Und auch wenn Frodo ihn teilweise echt sträflich behandelt, auch wenn er ja unter den Einfluss, unter der Macht des Rings steht und Samwise das natürlich weiß, ist er ihm immer treu ergeben und ist bis zum Tod, bis zum Schluss bei ihm. Und da musste ich halt eben besonders dran denken, wenn ich überlege, was so die treueste Figur in Büchern ist. Eine Tugend der Hufflepuffs, die mir leider fehlt oder wo ich noch ein bisschen Übung drin brauche, ist die Geduld. Und ich habe überlegt, welches Buch ich euch zeigen kann, wo Geduld eine Rolle spielt. Mir ist erst nichts eingefallen, dann bin ich an die ganze Sache ein bisschen anders rangegangen und jetzt möchte ich euch Der Name des Windes von Patrick Rothfuss zeigen. Denn wenn man dieses Buch anfängt oder diese Reihe anfängt, dann braucht man wirklich sehr viel Geduld. Ich hätte euch hier auch Game of Thrones zeigen können, da ist nämlich das Phänomen dasselbe. Denn Band 1 ist erschienen, Band 2 ist erschienen, im Deutschen wurde das gesplittet in Band 2.1 und 2.2. Aber der dritte Band und der abschließende Band, der lässt jetzt echt lange auf sich warten. Schon über 10 Jahre, ich weiß gar nicht, sind es schon 12 Jahre, keine Ahnung, lässt der Autor sich wirklich, wirklich Zeit und irgendwann findet man es auch nicht mehr witzig. Klar, ich möchte, dass der dritte und abschließende Band natürlich nicht an Niveau verliert und ich finde auch, es sollte nichts übereilt irgendwie rausgeschossen werden und dann muss man als Leser auch mal Geduld haben. Aber hier stellt der Autor uns wirklich auf die Probe und wo man schon so langsam dran zweifelt, ob dieser Band tatsächlich irgendwann erscheinen wird. Ich hoffe sehr, denn es ist einfach eines meiner liebsten Bücher, eines meiner liebsten Reihen, die ich immer wieder gerne empfehle. Aber wie gesagt, man muss Geduld mitbringen. Hier geht es um Quote. Quote ist einer der berühmtesten Magier seiner Zeit und er erzählt hier seine Geschichte. Zunächst einmal beginnt er natürlich bei seiner Kindheit. Er ist bei einem fahrenden Volk aufgewachsen. Irgendwann muss er leider miterleben, wie seine Eltern umgebracht werden von den Chandrian. Chandrian sind Dämonen, von denen es viele Sagen und Legenden gibt, aber keiner weiß genau, wo sie ihre Heimat haben, was genau sie überhaupt sind und wo man diese auffindig machen kann. Und genau das möchte Quote herausfinden, denn er schwört natürlich Rache. Zunächst schlägt er sich als Bettlerjunge herum, bis er irgendwann an eine Akademie der Magie gelangt und er als jüngster Schüler dort aufgenommen wird. Und er möchte mit der Hilfe der ja, Magie, der Namen, der Namensmagie herausfinden, wie er die Chandrian bekämpfen kann, beziehungsweise viel mehr über sie herausfinden. Aber er lernt natürlich auch um einiges mehr an dieser Akademie. Es ist wieder eine Ausbildungsgeschichte, besonders im ersten Band. Im zweiten Band wird es dann mehr zu einer Questgeschichte, also wo er auch viel mehr rumreist. Ich liebe dieses Magiesystem. Den Schreibstil von Patrick Rothfuss finde ich sehr, sehr schön poetisch und ja, sehr malerisch. Und ja, finde ich sehr, sehr schön. Im ersten Band, man muss wissen, dass es hier eher wie eine Einleitung ist und auch eher ruhig erzählt ist. Man darf hier nicht mit viel Action und Krieg und Blut irgendwie rechnen, aber genau das brauche ich auch alles gar nicht. Also ich finde es einfach grandios und kann es euch nur empfehlen und hoffe aber, dass ihr Geduld mitbringen könnt. Und ich hoffe sehr, dass er irgendwann ja fertig wird. Also es steht wohl auch schon ein Titel fest und immer mal wieder lässt man oder hört man, dass er irgendwie vorankommt. Jetzt steht, glaube ich, 2021 irgendwo, aber das kann auch einfach nur ein Platzhalter sein. So, wir machen weiter. Wieder mit Fantasy und auch da ist mir ein Charakter besonders ins Auge gestochen, der wirklich viele dieser Tugenden von Hufflepuff in sich trägt. Und zwar ist das Fletcher aus der Dämonenakademie, der erste Band der Erwählte von Taran Mataró. Es ist eine High-Fantasy-Reihe, die so ab 12 Jahren empfohlen wird und die ja, sehr, sehr klassische Elemente in sich trägt, aber auch ein paar neue. Ja, wir treffen hier auf Fletcher, der irgendwann herausstellt, dass er magische Fähigkeiten hat, beziehungsweise Dämonen heraufbeschwören kann, denn er entdeckt in einer Ruine, glaube ich, so ein Beschwörungsformular, so eine Beschwörungsrolle und er beschwört einen Dämon, den man hier klein sieht.
Das ist ein feuerspuckender Salamander namens Ignatius. Und ja, dann kommt er auf die Dämonenakademie, um seine Magie eben ja, kontrollieren zu können und lernt damit umzugehen, um natürlich mehr über Dämonen, über die man beschwören kann und lernt verschiedene andere Dämonenbeschwörer kennen. Es gibt hier halt Völker, die man in High Fantasy oft mitkriegt, Zwerge, Elfen, Menschen, und unter denen herrscht sehr viel Zwietracht und sie fangen erst so langsam an, sich anzunähern, aber es gelingt nicht, weil es einfach ganz viele verschiedene Kulturen und Ansichten gibt. Und genau das macht es, finde ich, zu einem Buch, was ich hier gerne zeigen möchte. Denn Fletcher ist jemand, der da total ja, natürlich und locker rangeht, und er sammelt Freunde, egal aus welchen Kulturen, und sammelt halt eben eine Gruppe aus Freunden, aus Zwergen und aus Elfen. Und ich finde auch hier, so ähnlich wie bei Funklerwald, kann man hier mit ganz viel Toleranz und mit Treue und mit Gerechtigkeit irgendwie auch und Freundschaft rechnen. Und Fletcher ist ein wirklich tolles Beispiel, wie man da ohne Vorurteile rangeht und auch versucht, irgendwie die Wogen zu glätten und versucht auch überhaupt ja, die Bräuche anderer Familien kennenzulernen. Er hat halt nachher einen Zwergenfreund und der nimmt ihn mit nach Hause zu seiner Familie, und ja, da Neues kennenzulernen, da sollte man auf jeden Fall offen sein. Und das hat Fletcher auf jeden Fall, und das hat mir an dieser Figur sehr, sehr gut gefallen. Und ich finde auch, da konnte man vieles wieder runterbrechen auf unsere Zeit, auf unsere Zeit und Welt. Und als letztes möchte ich euch einen weiteren Fantasy-Roman vorstellen, der sich halt viel mit Gleichberechtigung und Gerechtigkeit auseinandersetzt. Und zwar ist das Eona Drachentochter von Alison Goodman. Dieser Drachenroman oder dieser Drachenzweiteiler, den habe ich euch viel zu lange nicht mehr in die Kamera gehalten, denn ich liebe auch diese Dilogie. Es dreht sich hier um eine sehr asiatisch angehauchte Welt, und die Drachen sind auch eher spiritueller Natur. Und in dieser Welt gibt es sogenannte Drachenaugen. Das sind Menschen, die eine besondere Gabe haben. Sie können nämlich die wahre Gestalt der Drachen sehen, mit den Drachen kommunizieren und auch die Macht der Drachen nutzen. Und Eone hat auch diese Gabe. Allerdings ist es in dieser Welt unter Strafe verboten und ein großer Frevel, wenn Frauen Magie ausüben. Sie hat aber diesen großen Traum, Drachenauge zu werden. So verkleidet sie sich als Junge und verleugnet ihre weibliche Seite. Und so gelingt es ihr tatsächlich, alle zu täuschen. Und sie wird zu einem Drachenauge, kommt zu diesem Kaiserhof, wo es extrem viele Intrigen und auch Machtspielchen gibt und wo sie natürlich erstmal mit ihrer Gabe zu Rande kommen muss, die ganzen Drachen kennenlernt und ja, wo es auch so ein bisschen um ihre Selbstwahrnehmung geht, als Frau. Und ja, wie das Ganze vonstatten geht, das müsst ihr natürlich selbst lesen. Und was ihr Problem ist, was ihre Blockade ist, das Ganze fand ich sehr, sehr rund und eine sehr, sehr schöne Botschaft. Auch wie die Drachen hier dargestellt worden sind, mal auf eine ganz andere Weise, obwohl ich jetzt gar nicht so, so diese asiatische Seite der Drachen sonst gar nicht so sehr fasziniert und ich eher so diese andere Art der Drachendarstellung, vorziehe, fand ich das einfach sehr, sehr stimmig und war eine tolle, tolle Reihe, die ich gerne nochmal lesen möchte und eben mit diesen Geschlechterrollen sehr spielt und ja, natürlich auch mit Gerechtigkeit. Und deswegen musste ich an dieses Buch hier auch denken und war froh, euch diese Reihe nochmal in Erinnerung zu rufen. Und ja, ich freue mich natürlich, wenn ihr eins der Bücher vielleicht auch schon kanntet und vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen könnt, wie ihr diese Bücher gesehen habt und ob ihr mir recht geben würdet, dass es zu den Tugenden der Hufflepuffs passt. Oder vielleicht habt ihr auch noch weitere Tipps, die ihr in euren Regalen habt, wo ihr denkt, ach, das würde auch ganz gut passen zu den Tugenden.
oder irgendetwas anderes, was ihr mir mitteilen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Video. Es folgt natürlich irgendwann auch noch das Video zu den Slytherers und zu den Ravenclaws. Und ich hoffe, ihr freut euch da genauso drauf wie ich mich. Jetzt habe ich wieder ganz, ganz viel vor und diese ganzen Bücher muss ich wieder einsortieren. Große Freude. Aber ich finde, es hat sich gelohnt. Es sieht einfach cool aus. Meine Lieblingsfarbe ist ja auch gelb. Und ja, habe ich mich gerade darüber gefreut, wie viele tolle gelbe Cover doch in meinem Bücherregal stehen. Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Ciao, ciao!